Das hätte den Bauherren des Tausendfüßlerabrisses sicherlich gut gefallen. Nur 30 Minuten und Düsseldorfs berühmteste Hochstraße ist Geschichte. So lange dauert der Zeitrafferfilm, den Dietmar Westerteicher in seinem Wohnzimmer zusammengeschnitten hat. Ein Stück Stadtgeschichte im Schnelldurchlauf. Für den Filmfan eine naheliegende Idee. Ich bin eigentlich schon von Herzen Filmemacher und als ich gesehen habe, dass wir eine Webcam hatten, die gesamte Baustelle gezeigt hat, habe ich gedacht, das müsste sich eigentlich als Zeitraffer machen lassen und so ein bisschen, ich habe so den Touch, so Harryhausen, so die alten Filme, so mit der Stop-Motion, das hat mir eigentlich immer gefallen, wollte ich immer machen und das war eine Möglichkeit, ohne dass ich da mit Knetfiguren arbeiten musste, mal was zu zaubern. Zugegeben, die Bildqualität ist nicht die beste. Mehr ist eben nicht rauszuholen bei der niedrigen Auflösung der Webcam. Die ist dafür ganz schön eifrig. Alle 6 Sekunden macht sie von einem Gebäude direkt neben der Baustelle aus ein Bild, zu betrachten auf den Internetseiten der Landeshauptstadt. Für den gesamten Abriss kommen da mehr als 500.000 Fotos zusammen. Jede Menge Material also für den Filmemacher und unglaublich viel Arbeit. Wir hatten 3 Stunden Rohmaterial gehabt. Ich habe also jeden Tag 4.000 Bilder aufgenommen, habe die 4.000 Bilder dann einzeln nachgeguckt, wo sind Bewegungen drauf, wo kann man was draus machen. Dann habe ich, nachdem der Abriss vollendet war, habe ich dann also, sage ich mal, 24-Stunden-Tage rangehangen und habe es dann so innerhalb von 6-7 Tagen, habe es dann wirklich geschafft, mit wenig Schlaf den Film fertig zu kriegen, endgültig. Die Idee kam Dietmar Westerteicher, als er wie tausende andere im Februar mit einem Spaziergang vom Tausendfüßler Abschied nehmen musste. Er selbst war gegen den Abriss. Das filmische Denkmal, das er jetzt der Hofstraße errichtet hat, eine echte Herzensangelegenheit. Also meine früheste Erinnerung war, in einem Restaurant zu sitzen, erste Etage auf den Tausendfüßler zu gucken. Irgendwo in der Innenstadt gab es damals ein Restaurant, wo man das konnte. Und das bleibt natürlich bei den Menschen drin. So, und wenn mein Tausendfüßler dann abgerissen wird, muss ich natürlich dabei sein. Und besser konnte ich gar nicht dabei sein. Also so konnte man wirklich überblicken und komplett sehen, wie sowas funktioniert. Und es sieht wirklich faszinierend aus. Ich bin also wirklich überrascht, wie gut es geworden ist doch. Das Düsseldorfer Stadtarchiv hat bereits Interesse an einer Kopie des Films angemeldet. Und das Filmmuseum möchte das Werk sogar schon bald mit einer eigenen Vorstellung würdigen. Wer nicht so lange warten möchte, von Samstag an ist es im Internet zu sehen.